der Social Media Club hat heute wieder eingeladen zur großen Veranstaltung für alle Medienschaffenden, auch im Bereich Social Media. Es gab zwei Vorträge und wir wollen uns jetzt nochmal die Highlights aus diesen Vorträgen anschauen. In diesem Jahr haben wir unser Blog gelauncht. Das ist für uns ein relativ junges Baby, ging erst im letzten Jahr an den Start. Etabliert sich langsam. Wenn ich sage etabliert, dann meine ich nicht nur nach außen, sondern vor allem auch nach innen. Wir haben es gerade kurz vor der Veranstaltung schon mal besprochen, es ist auch gar nicht so leicht, auch die eigenen Mitarbeiter hier ein bisschen an die Hand zu nehmen, für solche Themen zu begeistern und sie schlussendlich auch mitzunehmen. Denn ich bin der Meinung, dass ein Blog zum Beispiel auch nur funktionieren kann, wenn sich die Mitarbeiter engagieren, weil sonst kann es gleich bei der Webseite belassen. Und ich sehe es auch so, dass es immer darum geht, dass wir Kommunikation von Mensch zu Mensch machen. Denn es ist nicht so, dass das Coke-Logo mit dem Kronos-Logo spricht, sondern da stecken immer Menschen dahinter, sowohl bei der Kronos AG als auch bei Cola oder bei wem auch immer. Wir haben am letzten Freitag auf Facebook die Anfrage gekriegt von einem Kunden und der wollte quasi von uns als Administrator wissen, wer denn unser Vertriebschef ist. Ja? Und ehrlicherweise bin ich dann ein bisschen unsicher gewesen, weil ich nicht gewusst habe, ob Hunz und Kunz quasi die Kontakte von unseren Vorständen bekommen soll. Und ich habe dann angerufen oben und gesagt, ist das okay? Und dann hat der Vertriebsvorstand gesagt, suchen wir die Adresse aus, ich rufe den jetzt an. Und das ist für mich eigentlich viel entscheidender. Der muss jetzt da nicht hinstellen und sagen, ich bin jetzt der Blogger im Unternehmen, sondern wenn aus meiner Sicht raus, wenn der diesen Dialog ernst nimmt und nicht sagt, Facebook interessiert mich nicht, macht's was wollt's, sondern wenn er erkennt, das ist eine Plattform, wo ich auch mit dem Kunden die Möglichkeit habe, mich auszutauschen, finde ich das persönlich viel wichtiger. Ich habe eine Küche, die aus einem Winkel aufgenommen ist, wo halt der Printkatalog beschränkt ist aufgrund seiner statischen Eigenschaften. Über die Seite direkt die 360-Grad-Panorama auslösen und befinde mich dann in der Küche oder im Schlafzimmer und kann quasi mittels des iPads dann mich einmal rumdrehen und mir auch Details näher angucken und dergleichen. Was eben aufgefallen ist, dass die Anzahl der smarten Geräte und pro Benutzer drastisch wächst. Also wir haben gemerkt, klar, nach den Smartphones kamen die Tablets, jetzt kommen die Watches und prinzipiell gehen wir stark davon aus, dass natürlich für jeden Lebensbereich die individuellen Geräte bereitgestellt werden, die halt gerade passend sind. Also so eine Smartwatch macht auch gewissermaßen Sinn, weil ich genau wieder diese Hürde des Handys aus der Tasche ziehen, damit halt eben eliminieren kann und dementsprechend viel schneller mit Informationen oder mit Daten halt interagieren kann. Also deswegen bin ich da überzeugt davon, dass das auf jeden Fall noch ein Markt ist, der zu beobachten ist und der jetzt richtig anziehen wird, spätestens wenn jetzt Apple im Geschäft ist, was ja normalerweise dann auch der Fall ist. Es ist natürlich schon eine Frage, man kapselt sich komplett ab. Also es ist natürlich kein geteiltes Erlebnis. Also in dem Moment, wo ich jetzt auf der Couch bin, bin ich natürlich auch losgelöst von meinem Partner oder jemand, der neben mir sitzt. Klar kann ich den in der virtuellen Welt dann wiederum treffen, aber es ist die Frage, wie die Leute das akzeptieren werden, dass ich natürlich auch total bescheuert dabei aussehe, klar, also wenn ich hier mit so einer Brille. Aber wer es schon mal ausprobiert hat, es ist wirklich faszinierend. Gut, also in einem knappen Zeitrahmen habe ich versucht zu vermitteln, dass eben Augmented Reality eigentlich ein schönes Werkzeug ist, eben um die digitale Welt, die uns eigentlich längst schon durchdringt hat, noch näher an uns in unsere reale physische Welt zu holen. Also einfach da möglichst viele Use Cases zu zeigen, wie man eben gewisse Botschaften mit Hilfe von AR halt schön in Geschichten verpacken kann auch. Ich glaube auch, dass hier noch viele Schritte in der Hardware sich ändern werden. Also die Google Glass, wie wir sie heute kennen, so wird sie nicht in 5 oder 10 Jahren aussehen. Und wenn das sich mal dann auch wirklich natürlich
eingegliedert hat in den Alltag, dann glaube ich schon, dass der Mehrwert da ist, dass viele Bereiche, wenn wir mal überlegen, die letzten 10 Jahre oder halt vor 10 Jahren konnten wir uns auch nicht vorstellen, was aus Facebook wird, was aus Smartphones wird und dergleichen. Da werden viele Bereiche entstehen, die wir eben so noch gar nicht im Kopf haben. Es ist mit Sicherheit ein Trend. Ob es tatsächlich dann so weit kommt, werden wir sehen. Und das sind natürlich auch Datenschutzthemen, insbesondere in Deutschland, ein großes Thema und könnten das komplett verhindern. Das ist momentan die große Diskussion rings um Glas. Ja. Kann ich das, darf ich das überhaupt benutzen? Muss ich da einen sogenannten Opt-in von meiner gegenüberliegenden Person haben? Und darüber kann man, glaube ich, im Moment nicht wirklich urteilen, wo das hingeht. Social Media ist sicherlich gekommen, um zu bleiben. Ja? Also das ist keine Disziplin, die man als Trend sehen könnte oder irgendwas, was wieder weggeht, sondern das ist eine Kommunikationsart, die sich fest etabliert hat eigentlich schon. In Deutschland sind wir da vielleicht ein bisschen zurückhaltend, aber die das dann tun wird die nächsten 2, 3 Jahre, definitiv, die geht, wie gesagt, nicht mehr weg. Und mit diesen Einblicken verabschieden wir uns hier aus dem Mercedes-Benz-Museum. Und die nächste Social Media Night, die steht schon wieder an der Tür. Am 6. November 2014 findet sie statt. Tickets könnt ihr euch sichern unter der Adresse, die jetzt unten eingeblendet ist. Vielleicht sehen wir uns dann wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss und ciao.